guckt euch mal so an. Für die das nicht wissen, wollte ich noch ein paar Zimmerpflanzen besorgen. Ihr Lieben, das hier ist mein erster Vlog hier auf YouTube und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit in meinen Alltag. Ich zeige euch mal, wie so ein Tag bei mir aussieht. Momentan ist meine klitzekleine Morgenroutine, dass ich hier Apfelessig in einem Glas Wasser trinke und danach noch ein Glas Wasser mit Flohsamenschalen. Die sind jetzt vom DM, gibt es auch im Biomarkt. Und dann trinke ich das meistens ziemlich zügig, weil ich das nicht so gerne mag, wenn das so aufquillt. Und der Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe hier, weil ich ja gerade in einer Wohnung wohne, den Luxus von einem Milchaufschäumer. Schreibt mir doch voll gerne mal in die Kommentare, ob ihr mich schon kennt und ob ihr meine Story kennt. Oder ob ihr ganz neu hier seid. Und ob ich eventuell noch mal ein bisschen was zu mir und meinem Leben erklären sollte. Ja, ich habe dann an dem Morgen viel vorbereitet, gedreht, Reels abgefilmt und geschnitten. Und die wichtigste Vorbereitung ist dafür ein sauberer Spiegel und ein aufgeräumter Raum. Ja, und dann ging es eine Runde mit Susu raus, bisschen Bewegung für uns beide. Und normalerweise frühstücke ich danach. Also ich frühstücke gerne erst so gegen 12, 1 Uhr. Vorher habe ich meistens noch nicht so einen Appetit und ich probiere einfach drauf zu hören, was mein Körper mir sagt. Ja, und in dem Fall habe ich mir hier so einen Grießbrei gemacht mit gefrorenen Früchten. eigentlich bin ich aber eher herzhaft. Team herzhaft. Seid ihr Team herzhaft oder Team süß? So, jetzt mache ich mir noch einen zweiten Kaffee und es gibt hier erstmal Frühstück. Und noch so ein Stück von diesem Cranberry-Saft, den ich entdeckt habe. Ich finde den richtig lecker. Der ist, da steht 100% Muttersaft drauf. Der ist echt sauer und überhaupt nicht süß. Aber irgendwie finde ich den geil. Also gibt es beim Rossmann. Kann ich empfehlen. Für die das nicht wissen, ich habe jetzt einen Dreadlock-Termin. Und meine Dreadlock-Termine finden immer in meinem Bus statt, in meinem Camper. Ich habe mal 2 Jahre hier in meinem Camper gewohnt, wohne mittlerweile in einer Wohnung in Köln. Deswegen finden die Termine auch in Köln statt. Das wird auch immer viel gefragt. Aber genau, irgendwie, ich suche dann meistens eine Stelle, wo es ganz schön ist in der Natur, damit wir mal so ein bisschen rauskommen aus Köln, aus der Stadt Köln. Und ich finde es immer super schön, so in meinem Space hier, in meinem Arbeitsmobil die Dreadlocks dann zu gestalten. Genau, und jetzt gleich habe ich einen Termin, deswegen geht es jetzt los und wir fahren an den See. Let's go! Das ist übrigens Susu Space da unten. Ja, maybe? Wenn ich mit dem Camper noch irgendwo erst hinfahren muss für meine Dreh-Termine, dann wärme ich mir vorher immer schon meine Hände auf. Genau, und so sah das Ganze dann aus. Ich hatte hier einen Pflegetermin, wir haben einfach die Ansätze mal gehäkelt und ganz viel gequatscht und hatten eine gute Zeit. So, der Dreh-Termin ist vorbei. Ich habe hier gesehen, ich bin gerade eben an so einem Pflanzenladen vorbeigekommen und ich glaube, ich springe da mal eben rein, weil ich wollte noch ein paar Zimmerpflanzen besorgen. Ja, jetzt muss ich das nur irgendwie transportieren.
Wie schön ist bitte diese Pflanze? Ich habe mich total verliebt. Ich habe noch ein kleines Pflänzchen für meine Oma gekauft, die Geburtstag hatte und zu der ich jetzt fahre. Ich dachte so als kleines Mitbringsel. Das war süß. Oh Leute, ich habe immer ein bisschen Panik, dass ich stehen bleibe. Also, oh, man sieht gar nichts. Tankstelle. Erstmal eine Runde tanken. Ich habe, wenn ich nur noch ein Biken habe, habe ich immer echt Panik, dass ich stehen bleibe. Und gleichzeitig ist es hier so teuer. Wow. Aber mein Wagen braucht halt auch ein bisschen Sprit. So. 10 Liter, 25 Euro. Wow. Guckt euch mal so an. Ja, und dann ging es weiter in die Eifel zu meiner Oma. Wenn ich hier lang fahre, fühlt es sich immer so nach zu Hause an, weil ich als Kind immer mit meinen Eltern genau diese Strecke gefahren bin. Das ist ganz verrückt, jetzt diese Strecke mit meinem eigenen Camper zu fahren. Da merke ich, dass ich erwachsen geworden bin. Ja, und dann sind wir noch einen Kaffee trinken gefahren. Und Susu und meine Oma verstehen sich prächtig. Und wisst ihr, was ich liebe? In meinem Camper zu sitzen, zu fahren, die Sonne zu spüren, zu singen. Wer von euch singt auch im Auto? Ja, ich habe dann an dem Abend noch spontan einen Freund besucht, der auf dem Weg lag, wieder zurück nach Köln. Das habe ich aber nicht weiter mitgefilmt. Ja, so sah mein Tag aus. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen, würde ich mich voll freuen, wenn ihr hier meinen Kanal abonniert. In Zukunft werden öfter mal Vlogs kommen von meinen Reisen, von meinen Abenteuern. Ich glaube, da wird es eine Menge geben. Und wenn ihr dieses Video liked.